Also ist das Ziel, eine Bevölkerung, irgendeine Bevölkerung verarmen zu lassen, sowieso falsch. Am 23. November war Gregor Gysi als Hauptredner auf der Protestdemo der Partei Die Linke in Schwerin auf dem Alten Garten zu Gast. Rund 300 Menschen nahmen an der Kundgebung teil. Der Protest richtete sich gegen die aktuelle Bundesregierung und der sozial ungerechten Krisenpolitik. Die Rednerinnen und Redner betonten, dass die Lasten in der Gesellschaft ungleich verteilt sind. Soziale Gerechtigkeit. In MV geben die Menschen im Schnitt 74% ihres verfügbaren monatlichen Einkommens für die laufenden fixen Kosten aus. Da bleibt nichts mehr übrig, auch bei den Menschen, die Arbeit haben. Da bleibt nichts mehr übrig, um auch mal nach Weihnachten zu schauen und vielleicht sich etwas extra zu gönnen. Das kann nicht sein. Es geht darum, dass wir einfach die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland noch mehr in den Blick nehmen. Weil nach meinem Dafürhalten oder unserem Dafürhalten ist es tatsächlich eine Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie, wenn so viele Menschen aufgrund der gesteigerten Lebenshaltungskosten und aufgrund der Armutsquote, die wir in Deutschland haben, immerhin 2022 ein neuer Höchststand von 17,8%. Also knapp 14 Millionen Menschen, die in Deutschland, in der Bundesrepublik, in so einem reichen Land in Armut leben. Und da wollen wir auf die Straße gehen und entsprechend mit Gregor Gysi auch ein Zeichen setzen. Trotz frostiger Temperaturen hörten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger den Politikern zu. Die Bundestagsabgeordneten Ina Ladendorf und Sören Pellmann hielten ebenfalls eine Rede. Wir erleben ja eine extreme Preissteigerung. Die Bürger sind massiv belastet von dem in ihrem ganz normalen Leben beeinträchtigt, können sich viele Sachen, die sie sich vorher leisten konnten, nicht mehr leisten. Wir kommen gerade aus Berlin von den Haushaltsverhandlungen und haben gesehen, dass sozusagen an dieser Situation nur ganz wenig geändert werden soll. Und ich finde, das verdient Protest und den sollte man laut sagen. Also wir haben die Situation gerade im Land, dass ganz viele unsicher sind, dass sie Angst und dass sie Ängste haben. Und das macht empfänglich gerade für Rattenfänger von rechts. Und das ist eine Gefahr, vornehmlich im Osten, aber auch im gesamten Land. Und da müssen wir gut aufpassen. Die Partei Die Linke bietet laut Pellmann nicht nur Protest, sondern auch Lösungsansätze und Konzepte. Mit der Demonstration wollen die Politiker und Politikerinnen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern ein Zeichen setzen und Druck auf die Regierung ausüben. Das sind 6% aller Steuerpflichtigen.